Hallo Lichterwelt Foto- und Videofreunde. Für diesen und einige andere neue, noch kommende Filme bin ich 2023 im September mal wieder nach Dänemark gereist. In diesem Film möchte ich diese auf den ersten Blick nicht sehr spektakulär wirkende Ruine vorstellen. Viel Spaß dabei! Es handelt sich bei dieser Ruine um die Klosterruine Endfosco. Sie wird aber auch als Schloss- und Kirchenruine bezeichnet. Ich hoffe, ich habe den Namen der Ruine Endfosco richtig ausgesprochen. Mein Dänisch ist nicht das Beste und ich wollte keine Fehler machen, deswegen habe ich meine Übersetzer-App mal gefragt, wie man es ausspricht, und sie sagte Endfosco. Und so habe ich es gemacht. Geschrieben wird es ja Endfosco. Und ich hätte es genauso auch ausgesprochen, aber wenn die App halt sagt, ich soll das so machen, dann mache ich das so. Und ja, wenn sich Leute beschweren möchten, dass es falsch ausgesprochen ist oder mir Hinweise geben können, wie ich es besser aussprechen könnte, die Leute können sich doch gerne bei mir melden. Kontaktdaten stehen am Ende des Filmes. Die Klosterruine Endfosco findet man am südlichen Ende von Slack Else. Und Slack Else findet man auf der dänischen Insel Seeland. Ganz im Südwesten, nur einen Katzensprung vom Großen Belt und der Großen Beltbrücke, welche die Inseln Seeland und Fünen miteinander verbindet, entfernt. Auf dem zweiten Blick aber nun sind die Reste dieses Bauwerkes und die dahinterliegende Geschichte sehr interessant. Im Jahre 1164 wurde das Kloster von Valdemar den Ersten erbaut. Es war Dänemarks erstes Johanniterkloster und erst später wurde es ein königliches Schloss. Das Kloster war das wichtigste skandinavische Kloster des katholischen Johanniterordens von Jerusalem. Es diente als skandinavisches Hauptquartier des Ordens, auch bekannt als die Hospitalisten. Und der Prior von Endfosco berichtete direkt an den großen Offizier des Ordens in Deutschland, den Großmeister des Ordens auf Rhodos und dem Papst. Daraus erschließt sich, dass Endfosco eines der wichtigsten Klöster Dänemarks war. Durch die Reformation gehörte das Kloster nun, wie alle anderen kirchlichen Güter, der Krone. König Frederik II., er war König von Dänemark und Norwegen 1559 bis 1588, beschloss, das Kloster in ein königliches Schloss umzubauen. Am 4. April 1588 verstarb der König hier auf Schloss Endfosco. Im Laufe der Zeit wurden die Gebäude von nun an abgerissen und die letzten Überreste des Schlosses verschwanden im Jahre 1816. Seit 2023 wird nun angefangen, die Reste dieses einstigen Prachtbaus und dieses kulturhistorisch bedeutenden Gebäudekomplexes zu sichern und zu restaurieren. Und nun ist der kleine Film über die Kloster- bzw. Kirchen- und Schlossruine Endfosco auch schon zu Ende. Ich hoffe, es hat gefallen, sage Dankeschön fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Lichterwelt on the Road.
Thank you.